hat gespammt, mehrmals gespammt. Dann auch noch den Spruch rausgehauen. Luni so Smash. Kinder, Riegel und Cola sind ungesund. Schleck, Schleck, Schleck. Große Brüste. Guten Morgen aus dem schönen Thüringen. Wieso wurde ich gesperrt? Ich habe gar nichts gemacht. Hallo, ich bin da. Hallo. Ich weiß nicht, wieso ihr diesen Burrito hier habt, aber gut, der bleibt jetzt erstmal hier. Der ist ein bisschen alt. Heute auf entspannt Entbannungsanträge? Habt ihr Bock, Entbannungsanträge durchzugehen, Chan? Ich hätte Lust. Ich hätte richtig Lust. Wie muss ich mir einen Entbannungsantrag vorstellen? Naja, jemand wurde gebannt und diese Person wollte aber nicht gebannt werden und wurde vielleicht falsch verstanden und schreibt dann, hey, es tut mir leid, das war nicht so gemeint. Oder die Person trollt weiter und sagt, haha, NPC-Mods. Es ist Zeit für Entbannungsanträge. Ich lese dir jetzt vor. Okay, seid ihr bereit? So, ist das nicht toll? Guckt mal. Erste Person sagt, Luni, sag mal, wie siehst du in echt aus? Zweite Frage. Luni, wie siehst du in echt aus? 20 Minuten später. Hätte ich eigentlich direkt ein Bild von mir reinsenden sollen, oder? Wie komme ich auf deinen DE-Server? Zweite Frage. 2 Minuten später. Wie komme ich auf deinen DE-Server? Ja. Kommt man denn auf den Server, Chat? Wie kommt man denn auf den Server? Weiß das irgendwer? Dritte Frage. Wie komme ich auf deinen DE-Server? Wow. Dann gibt es noch eine Frage. Jeden Tag, Alk. Jägermeister! Spielst du Brahalla? Oh! Das erinnert mich an mein kleines Trauma mit, was war das? Spielst du Fortnite? Nee, was war das? Irgendwas anderes. Bist du... What the fuck? What the fuck? Ah, ich habe Schmerzen. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Bist du ein öffentliches Verkehrsmittel oder warum will ich immer in dich? Uff, das ist ein sehr unangenehmer Spruch. Es fing so innocent an. Also nicht ganz innocent, auch ziemlich rude, aber gut. Nicht jeder weiß das mit VTubern so, wisst ihr? Was ist denn seine Entschuldigung für dieses Verhalten? Gucken wir uns das doch mal an. Es tut mir leid, dass ich die Nachrichten geschrieben habe. Wobei ich nur bei der letzten, denke ich, ein Grund zur Sperre wäre. Oh mein Gott. Das ist, weiß ich nicht. Ob das so reflektierend war? Oh mein Gott. Er hat gespammt. Mehrmals gespammt. Dann auch noch den Spruch rausgehauen. Gut, also ich würde sagen, der kommt weg. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Die Entschuldigung hat mir nicht gefallen. Ablehnen. Grund, keine richtige Entschuldigung. Ablehnung senden. Als nächstes haben wir... Ich habe die Person gebannt. Im August, 19.08. Hallo. Und dann, eine Woche später, schreibt die Person... Nice Setup. Nice. Jetzt wird's aber weird. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich da gemacht habe. Am 14.10., das war unser Twitch-Partner-Jubiläum. Hallo. Hast du schon mal Roblox gespielt? Ah, das hat mich getriggert. Na, hör mal, nicht beleidigen. Okay, das war es auch ehrlich gesagt. Ich bin dann gesperrt. Das war mir dann schon zu viel. Eigentlich wäre das nur ein Timeout gewesen, okay? Ich war bestimmt triggert. Deswegen bin ich kein Mod-City. Aber eigentlich hat er nichts gemacht. Und seine Entschuldigung ist, ich werde mich benehmen. Und ich würde sagen, er hat sich sogar entschuldigt. Und ich würde sagen, wir machen Sperre aufheben, oder? Da hat jetzt nichts Böses gemacht, ehrlich gesagt. Okay, aber schreib mir nichts vor. So, Annahme senden. Bam. Hello, schreibt diese Person. Er schreibt, it Ginger, Fragezeichen. Jetzt ist es kritisch langsam, glaube ich. Luni Smash. Smash. Und dann falsch geschrieben auch. Lunisma. Smash. Luni so. Smash. Ha. Besser als Ginger. Kritisch. So vergleiche immer kritisch. Ginger, wenn du die Echte bist, echt unkorrekt, dass du mich einfach in deinen Stream bannst. Ah! Es tut so weh. Oh mein Gott. Ja, wieso wurde er wohl gebannt? Okay, das Beste kommt noch. Und zwar, zeig mal Face. Bist bestimmt genauso smash in real. Hat er nicht gemacht, Junge. Aber wir gucken erstmal, ob er sich entschuldigt hat, ja? Und ob das gut genug war. Okay, wir gucken mal, wie diese Entschuldigung vom tiefsten Herzen kam. Und zwar, bitte entbannen. Das war nur Fun. Bitte. Bitte. Versucht, nachzudenken. Mache das nie wieder. Naja, abgelehnt. Bitte nicht mich und meine Kollegen
belästigen. Ablehnung senden. Am 8.9. Liebe Grüße aus dem schönen Thüringen. Oh mein Gott. Und ich kann mich erinnern und ich kann euch sagen, was die nächsten 5 Nachrichten sind. Guten Morgen aus dem schönen Thüringen. Tag 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 aus dem schönen Thüringen. Timeout. Guten Morgen aus dem schönen Thüringen. Guten Morgen aus dem schönen Thüringen. Gesperrt. Ja, Leute. Thüringen ist halt einfach geil, merkt man doch. Also, wenn ihr noch nie in Thüringen wart, ihr habt ja einfach die beste Werbung ever. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Thüringen? Oh mein Gott, das ist bestimmt so der Bürgermeister von Thüringen. Ich schwöre. Gucken wir doch mal, was sein Entbannungsantrag ist. Nein, hat er nicht gelogen. Ich kann nicht, ich muss auf Toilette. Eine Ewigkeit später. Sorry, ich hab mich fast gepisst vor Lachen einfach. Ich kann nicht mehr. Ich muss noch rennen, Leute. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist mit dieser Person? Gut, also was sagen wir dazu? Sperre aufheben oder ablehnen? Ablehnen? Scheiße, ich bin auch im Zwiespalt. Ablehnen? Dann machen wir Ablehnung mit Grund. Tschüss aus Thüringen. Gott, was ist das denn jetzt? Jetzt wird's wieder lustig, Leute. Seid ihr bereit? Jetzt wird's Fun Ride. Banane. Kinderriegel. Brack. Ich sitze hier neben einer 16er Pack Kinderriegel. Und ich habe 1,5 Liter Cola-Flasche. Ich habe eine Cola. Yippie. Wer Abo schenkt, kriegt BJ. Oh mein Gott. Seid ihr alle auf den Kopf gefallen? Kinderriegel auf die 1. Da mag jemand Kinderriegel richtig gerne. Wo sind meine Kinderriegel-Freunde? Wo sind denn die Kinderriegel-Freunde? Wer ist hyped auf Kinderriegel? Ich schicke jetzt die ganze Zeit Kinderriegel. Hat Timeout versetzt. Ich brauche das Zeug auch. Die Kinderriegel haben verloren. Oh Mann. Scheiße. Der Kinderriegelkrieg, Leute. So spannend. Es ist so spannend. Und gesperrt. Oh, Kinderriegel haben verloren. Bitte. Bitte. Das ist so traurig. Er hat gefragt. Es scheint noch jung zu sein. Kinderriegel und Coca-Cola. Es tut mir leid, aber diese Sucht muss aufhören und den ersten Schritt, den musst du selber gehen. Aber ich unterstütze dich dabei, indem ich dich ablehne. Kinderriegel und Cola sind ungesund. Es tut mir leid, das muss in seinen Kopf rein. Bueno ist besser, oh. Oh mein Gott. Ich habe solche Schmerzen. Das Gehirn nimmt diese Information auf und bewertet sie. Erst in diesem Moment spürt der Mensch den Schmerz. Autsch. Ablehnung wird gesendet. Nächste Person. Let's go. Luni ist klug. K-U-L. Scheiße. K-L-U-K. Ich fühle mich gerade irgendwie beleidigt. Ich weiß nicht wieso. Ich mag Feen. Feen sind was Feines. Kommt drauf an, wie du dir Feen vorstellst. Jetzt kommt's. Ich gehe zu Ginger rüber. See you later. Wann? Wir haben eine Entschuldigung. Wir gucken mal, was es ist. Sehr geehrte Lunivo, sehr geehrte Mods. Ich verstehe nicht genau, warum ich gesperrt wurde. Es tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung für meinen Fehler. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, mir kann man verzeihen. Es tut mir wirklich leid. Liebe Grüße. Eine Fee mit Reue. Oh, die ist halt so gut. Scheiße. Das wäre schon eine zweite Chance wert. Er hat halt seinen Fehler nicht eingesehen. Aber ich schreib's rein. Ist halt eine Fee mit Reue. Schreib niemals sowas wie: Ich gehe jetzt zu dem und dem Streamer. Geh einfach. Sag tschüss oder so. Annahme senden. Oh mein Gott, das ist ein Speedrunner hier, Leute. 3 Nachrichten. Das ist der Thüringer Typ. Wir haben den jetzt gebannt gelassen, ne? Wieso ist der das nochmal? Hallo. Hallo, ich gehe mir jetzt ein... Warum? Warum? Schreibt mir sowas nicht! Ich schreibe einfach nur... Ew. Warte, ekelhaft. So, so. What an idiot! Oh, what a loser! Wer hat auf ihn getreten? Wer war das?
Ablehnung senden, Leute. Nächste Person. Okay, jetzt wird's wieder funny, actually. 21 Nachrichten. Du bist süß. Du bist süß. Hey, wie geht's? Schleck. Du bist süß. Schleck. Schleck, schleck, schleck. Schleck, schleck, schleck. Schleck, schleck, schleck. Große Brüste. Große Brüste. Gesperrt. Oh mein Gott. Was ist mit Leuten? Ein wahrer Philosoph. Schleck, schleck, schleck. Große Brüste. Leute, ich weiß auch nicht. Mal gucken, was seine Entschuldigung ist. Vielleicht ist seine Entschuldigung ja begründet, ja? Ich sage so dumme Wörter nie mehr. Nie mehr. Nie mehr sagt er so dumme Wörter. Nie mehr. Nie mehr, Leute. Nie mehr. Aber er hat wenigstens, er hat sich nicht entschuldigt. Aber, Leute, er hat reflektiert. Und das haben nicht alle gemacht bis jetzt. Deswegen würde ich sagen, Sperre aufheben. Und wir gucken mal, ob er wieder solche Wörter sagt. Solche bösen Wörter. Sag solche Wörter. Nie wieder. Lune Parte, Lune Parte, Lune. Und Spam weniger. Annahme wird gesendet. Sehr gut, sehr gut. So, weiter geht's. Zwei Nachrichten. Das ist geil. Das ist mein Lieblingsentwarnungsantrag. Seid ihr bereit? Hello. NPC, wer hier freiwillig drin bleibt. Gelöscht von Velo. Gebannt von Velo. Ich habe nichts gemacht. Lasst mich wieder mitmachen, ihr NPC-Mods. Einfach NPC-Mods. Oh mein Gott. Frech, richtig frech. Ich weiß wirklich nicht, was mit dem war. Er hat's verstanden. Er hat's auf jeden Fall verstanden. NPC, wer gebannt wird. Er ist der Protagonist. Natürlich sind alle anderen NPCs smart. Natürlich. Ah, der. Ja, ja. Ablehnung senden. Weiter geht's, Leute. 20 Nachrichten, ja? Das ist eine dicke Lüge. Russisches Wasser ist Wodka. Nicht polnisches. Ja. Direkt bann, Leute. Direkt bann. Weg mit dem. Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Timeout. Dafür gibt's einen fetten Timeout. Nicer Timeout. Wegen gar nichts. Minus Hirnzellen. Sag mal, Luni. Kennst du den Gok-Gok Helikopter 2000? Naja, bei mir nicht. Timeout wegen gar nichts. Bann. Und Reflexion mal wieder Top Tier. Wäre nice, wenn ihr lernt, nicht ohne Grund zu timeouten. Danke. Er war angefressen vom Timeout. Ja, mal Timeout. Ablehnung senden. So, wir haben nicht mehr viele. Möchte noch jemand gesperrt werden? Freiwillige vor. Also, da kann ich mich auch dran erinnern. Und zwar schreibt diese Person: Ich habe viel Geduld mitgebracht. Aber selbst nach einigen Stunden wollte mich im Streichelzoo nicht ein einziges Tier streicheln. Jetzt esse ich ein Steak. Das streichelt mich von innen. What the fuck? What the actual fuck? Spam, 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 spam. Spam-Emotes. Der hat einen harten. Der hat einen harten. Ich habe viel Geduld mitgebracht. Aber selbst nach einigen Stunden wollte mich im Streichelzoo nicht ein einziges Tier streicheln. Jetzt esse ich ein Steak. Das streichelt mich von innen. Ich habe ihn gebannt. Meine Entschuldigung ist, Leute, das werdet ihr nicht glauben. Es tut mir leid. Ich habe diesen Spruch auf der Seite aberwitzig.com gefunden. Und alle anderen Streamer haben bei dem immer gelacht. Ich würd gern wissen, wieso. Und er schreibt sogar noch extra die Seite rein. Ich bin mir ja nicht sicher hier. Was soll da witzig sein? Ist halt so funny. Es ist so lustig. Ich lache und ihr hört es nicht, weil es so high-pitched ist. Aberwitzig.com. Das ist wirklich eine Seite. Aber witzig. Der Witz des Tages ist: Hab mich tatsächlich so eine leicht bekleidete Dame am Bahnhof angesprochen. Sie meinte, für 50 Euro macht sie alles, was ich will. Jetzt rate mal, wer heute bei mir Laminatboden verlegt. Ich habe physische Schmerzen. Das ist nicht gelogen. Ich habe gerade legit solche Schmerzen. Ich sterbe. Ich habe Schmerzen. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, er wird auf jeden Fall abgelehnt. Oh, wartet mal, wisst ihr, womit? Ja. So, damit wird er abgelehnt. Ich habe so Schmerzen. Danach kommt auch ein guter. Nein! Das ist mein Liebling, Leute. Das ist mein Liebling. Passt auf, ja. Cry, cry. Bis morgen. Bye. Hi. Wie geht's? Mein Akku ist fast leer. Habe aufgeladen gestellt. Du bist richtig nett. Spielen wir wieder Fall Guys? Spielen wir wieder Fall Guys? Spielen wir wieder Fall Guys? Timeout? Können wir Fall Guys spielen? Please. Bann. Oh Mann. Ja.
Ja, also, er liebt Vollgeist, ja. Seine Entschuldigung, sein Entbannungsantrag ist... Wieso wurde ich gesperrt? Ich habe gar nichts gemacht! Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ja, eben, aber der Stream war zumindest zu dem Zeitpunkt ab 18. Weg oder nicht weg? Weg oder nicht weg, Chat? Der kommt ohnehin nicht wieder. Ja, abgelehnt, weg. Sorry, heute kein Vollgeist. Trauriger Smiley. Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein Vollgeist. Ablehnung senden. Das ist wieder sowas. Wie heißt das Game? Wann hast du mit TikTok angefangen? Wann hast du angefangen mit TikTok? Irgendwelche Hobbys? Irgendwelche Hobbys? Wie heißt das Game? Okay, danke. Mach mal Ziegengeräusche. Mach mal Ziegengeräusche. Mach mal Ziegengeräusche. Time out. Kannst du mal Ziegengeräusche machen? Bann. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Brr, kannst du? Mach mal Ziegengeräusche. Yeah, mach mal Ziegengeräusche. Yeah, nee. Meine Antwort ist, tut mir leid, wenn ich genervt habe. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich habe Schmerzen. Mach mal gebannte Geräusche. Mit gebannt. Und dann sind wir tatsächlich durch für heute. Mit den Entbannungsanträgen. Wow, wir sind durch. Wow, wir haben es geschafft, Leute. Einmal fett Clap in den Chat. Das war so lustig. Oh, das war, glaube ich, wirklich das Beste. Wir müssen mehr Leute bannen hier. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen wunderschönen restlichen Sonntag. Ich werde jetzt im Bett liegen, eine Krämpfe ausheulen. Bye, 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 bye. Bye, 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 Chat. Hab euch ganz so lieb. Bye, bye, Chat. Bye, bye. Bye, bye, bye. Wusstest du eigentlich, dass ich auch japanische Songs cover? Oben links findest du alle meine Cover-Songs. Auf Deutsch. Und unten rechts findest du die neuesten Videos. Vergiss nicht zu abonnieren und klick auf die Glocke.